Oh, nachladen. 2, 3, 4. Die tun wir auch gleich mal nachladen zur Sicherheit, dass ich schnell switchen kann. Und los geht's. Hier ist noch ein Häuschen. Kann man da vielleicht irgendwas abstauben? Manuskript oder so? Ach, das war das eine Häuschen hier. Genau. Ist hier auch noch was Neues jetzt hinzugekommen. Sieht mir nicht so aus. Fernseher hatten wir schon mal angemacht. Deswegen geht der jetzt nicht mehr an. Ja. Gut. Ab durch hier. Ab durch die Hecke. Puh. Ah, sehr gut. Komm ein bisschen. Es war der Entführer. Sie Mistkerl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. 2 Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ich verstehe. Na klasse, wir haben 2 Tage, um das komplette Manuskript voll zu machen. Klasse. Na dann. In das Haus werde ich jetzt nicht reingehen, weil wir da schon mal drinnen waren. Solche Ölspuren oder diese schwarzen Flecken, diese Scheißhaufen? Oh, keine Ahnung. Na gut. Wie es aussieht, haben wir jetzt fast das Kapitel abgeschlossen. Weil wir sind einmal im kompletten Kreis rumgelaufen. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Ach du Heilige. Je näher die kommen, desto. Achso, die kann man also mit dem Licht. Na dann mal los. Nee, die kommen nicht. Ist ein bisschen schwer. Ach, zum Ende jetzt noch so eine kleine Mini-Mission. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt reingehen darf oder nicht. Weil dahinter kommt nichts. Ja, bisschen haben wir jetzt wieder was abgemacht. Aber so spannend ist das jetzt gerade nicht. Ich lauf mal rein. Okay, die sind weg. Ist hier noch irgendwas? Da die. Folge ich mal. So, die fliegen nämlich schneller als alle anderen. Mist. Ja gut. Darkness control the taken. Die Vögel gehen mir ein bisschen gerade Unsicherheit. Oh. Jetzt muss irgendwo eine Kiste. Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Unheimlich. Ich gehe mal schnell die Kiste holen.
Vielleicht Pistolenmuni. Hinter mir ist nichts. Ah, da. Ja, jetzt fühle ich mich wie Attack from Above. Okay, hier brauche ich die Leuchtmuni-Pistole. Wenn sie kommen. Los, kommt doch schon. Tun wir doch irgendwie hier. So, nachladen. Gut. Na los. So, nachladen. Wir haben bald keine Munition mehr. Puh. Das war's. Ja, los, 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 los. Oh, das ist doch jetzt gerade ein bisschen krass. Jetzt kommt schon, geht weg. Puh. Ich werde hier wahrscheinlich all meine Batterien aufbrauchen müssen. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ah, hier. Und kommen die wieder? Kommen sie wieder? Jetzt weiß ich auch, was ich dagegen machen soll. Ja, kommt er wieder? Kommt er wieder? Die fliegen weg. Na los, kommt schon. Jetzt kommen sie. Ich schieße, bringt nichts. Oh, der nächste Schwarm ist weg. Ah, Mist. Warum? Wie viele sind denn das noch? Ah, Mist, ich muss mich in Sicherheit bringen. So. Na los. Ich hab kaum noch Batterien. Ich weiß auch nicht wohin. Vögel besiegen. Na gut. Ich weiß auch nicht, wie lange wir das durchhalten hier.
mich mal hier in die Ecke stellen. Hier kommen die meisten. Ja, und wer ist der Hauptvogel? Die sind weg. Die nächsten sind weg. Barry, du kannst die Tür aufmachen. Die sind weg. Tatsache. Hey Alice, es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Habe ich es mir doch gedacht, die ist mit Schatten. Gutes Kind. Die nächste wird Rose sein. Na klasse. Und die alte steckt da allem dem. Ja. Das war Kapitel 1. So. Puh. Und kommt da jetzt noch was? Wir überspringen, oder? Nee. Ende von Folge 2. Oder Episode 2. So, kommt da jetzt noch was? Nee. Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Folge 3, Lösegeld. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Ja. Möchte sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. Im
einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, was mit der Insel passiert ist, aber wir wissen nicht, woher die Dunklen kommen. Die Dunklen kommen zwar von der komischen alten Kuh. Kommen Sie, Mister, ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Ja, später. Ich würde sagen, hier mache ich erstmal einen Aufnahmestopp. Wir haben Episode 2. Ja doch, das war Episode 2, haben wir jetzt beendet. Und folgen ja, es ist nicht weit. Dann würde ich sagen, war es das von mir. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, könnt ihr mal mit einem Gefällt mir, könnt ihr mir das zeigen. Und halt für die alle Nicht-Abonnenten, wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr ein Abo dalassen. Hören Sie, ich hab zu tun. Der ist ja gut. Läuft nicht von allein. Ist ja gut. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tja, mal sehen, was die nächste Episode für uns bringt. Also dann, ciao, ciao. Jetzt.